Ins Varieté luden die Kreiskliniken zu ihrem diesjährigen Frühjahrsempfang Ärzte, Kommunalpolitik und Kooperationspartner. Klinikleitung und Mitarbeiter versprühten beste Laune. Im Hintergrund unterhielten die Bratshüpfer aus Burghausen, als immer mehr Gäste in den Haberkasten kamen. Chefärzte, Ärzte, Geschäftsführer und Mitarbeiter der Kliniken, niedergelassene Ärzte, Vertreter von Wohlfahrtsverbänden, Mitglieder des Kreistages, Landrat Georg Kuber, Bürgermeistersprecher Dr. Karl Dörner und einige seiner Kollegen, AOK-Direktor Karl-Heinz Stanger, Vertreter von Banken und viele mehr. Bis es losging, unterhielt sie Kochkünstler Andreas Hartmann, oder besser Magnus André. Mit einem Tusch sorgten die Bratshüpfer für Aufmerksamkeit für Kreiskliniken Geschäftsführer Heiner Kelbel, Chefarzt Dr. Wolfgang Richter und Aufsichtsratsvorsitzenden Landrat Georg Kuber. Eigentlich wollten sie miteinander einen schönen Abend verbringen und gemeinsam feiern, wurden aber dann von der Realität eingeholt. So bat Heiner Kelbel zunächst mit einer Schweigeminute der Opfer des Flugzeugabsturzes vom Vortag zu gedenken. Bonjour und bienvenue in Varieté der Kliniken Mühldorf. Dann hieß er die Gäste stilecht willkommen im Varieté der Kliniken Mühldorf. Die Gäste erwarteten an diesem Abend nie dagewesene Clownereien, Seiltanz ohne Netz und doppelten Boden, ausdrucksstarke Artistik von markanten Charakteren, wie immer halt. Lassen Sie sich von uns verzaubern und staunen Sie über unsere charmant witzige Varieté-Bühne. So sollten sich die Gäste verzaubern lassen, dann werden sie schnell merken, dass zwischen Zauberkunst und Heilkunst nur wenig Unterschied ist. Auf die Frage von Mitarbeitern, welche Auswirkungen das Ergebnis des Bürgerentscheids in Altötting für die Kliniken Mühldorf hat, wusste er keine Antwort. Das ist aber auch gar nicht wichtig, weil die Kliniken Mühldorf weiter die eigenen Hausaufgaben zu machen haben. Wir müssen weiter unsere Hausaufgaben machen, jeden Tag. Was heute noch für ein Gut gereicht hat, reicht morgen vielleicht nur noch für ein Mangelhaft. Um das zu vermeiden, wurde im vergangenen Jahr ein Unternehmensberater engagiert, der Verbesserungspotenzial aufdeckte. Es ging nicht um Einsparungen oder Personalabbau, sondern um effektivere Arbeitsabläufe und damit bessere Qualität. Der kontinuierliche Anstieg der Patientenzahlen zeigt, dass das bisher nicht schlecht gelaufen ist. Die zuweisenden Ärzte haben Vertrauen in die Arbeit der Klinik und schicken immer mehr Patienten. Für dieses Vertrauen möchte ich mich an dieser Stelle herzlich bedanken. Die Ereignisse in Altötting haben die größte Leistung der Kliniken Mühldorf deutlich gemacht. Sie alle zusammen haben es geschafft, aus zwei Krankenhäusern ein Unternehmen zu formen, das an zwei Standorten hochspezialisierte und aufeinander abgestimmte medizinische Dienstleistungen anbietet. Beide Krankenhäuser haben ihre Spezialgebiete und ergänzen sich damit zu einer Einheit, die in sich ein stimmiges Bild ergibt. Jeder Patient wird dort behandelt, wo es für ihn besser ist. Und wenn Sie einmal mit einer Leistung nicht zurechtkommen, dann muss die Leistung überdacht werden, nicht die Betriebsstätte. Da immer wieder von Leuchttürmen die Rede ist, wollte er als Norddeutscher dazu persönlich etwas sagen. Nicht die Größe eines Leuchtturms ist für seine Wirksamkeit entscheidend, sondern wie stark sein Licht brennt. Mühldorf hat es in den letzten Jahren geschafft, viele Leuchttürme zu etablieren, die zwar nicht die größten sind, deren Licht aber sehr hell brennt. Auch außerhalb der Landkreisgrenzen und zum Teil in ganz Deutschland. Und darauf sind wir im Unternehmen alle stolz. Damit dankte er den Gästen fürs Kommen und wünschte allen einen schönen Abend. Chefarzt Dr. Wolfgang Richter adressierte sein Grußwort an die Freunde der großen und kleinen Kunst. Liebe Gaukler, Artisten, Zauberer, Clowns und Heilkünstler. Er freute sich auf einen gemeinsamen, erholsamen, bunten Abend. Eine Besonderheit gab es gleich zu Beginn. Die Pausenclowns kommen gleich am Anfang.
Vieles, was heute von Ärzten erwartet wird, könnte man nur mit einem Zauberkunststück vollbringen. Dazu gehört auch mehr Leistung für weniger Geld. So haben die Klinik-Clowns in Mühldorf 2014 500 Patienten mehr behandeln müssen, um den gleichen Erlös zu erzielen. Das kennen die niedergelassenen Clowns auch. Auch bei ihnen gibt es kein Geld mehr, wenn das Budget aufgebraucht ist. Dabei wünschen sich die Patienten mehr Arzt und weniger Medizin. Vielleicht sollten sie sich zersägen lassen, wie die Jungfrau im Varieté, um so aus einem Arzt zwei zu machen. Da hat sich die Gauklertruppe um Gesundheitsminister Gröhe eine neue tolle Nummer einfallen lassen. Das Versorgungssicherungsgesetz, das alle Patienten ins Krankenhaus schickt, die beim Facharzt nicht gleich einen Termin bekommen. Oh, was für eine Freude. Da haben wir drauf gewartet. Dabei kommen schon jetzt zu viele Patienten zur ambulanten Behandlung in die Notaufnahme. Und schon sollen sie wieder einspringen. Ich meine, das sind nur schlechte Taschenspielertricks, die am eigentlichen Problem nichts ändern. Mit solchen Tricks kommt er auf der Mühldorfer Bühne nicht groß raus. Freude hat dagegen die Ganzjahresvorstellung hier im Landkreis bereitet. Vom Bodenturnen bis zur Hochseilakrobatik in der Intensivstation haben alle ihr Bestes gegeben. Sie haben richtig gut gearbeitet. Es gab Flops und Highlights, so wie das halt im Varieté und in der Heilkunst ist. Und weil diese Kunst nicht brotlos war, dankte er Mäzen Karl-Heinz Stangl von der AOK. Für diese Bereitschaft, mit uns zusammenzuspielen, möchte ich mich bei Ihnen allen ganz herzlich bedanken. Nur so macht unser gemeinsames Varieté wirklich Freude. Landrat Huber hat dabei in der Rolle des Impresarios seiner Komödiantentruppe die künstlerische Freiheit gelassen. So macht gutes Varieté wirklich Freude. Damit wünschte er den Gästen einen amüsanten Abend und bat sie darauf zu achten, dass sie nicht vom Hochseil fallen. Aufsichtsratsvorsitzender und Landrat Georg Huber freute sich über die vielen Gäste, die durch ihr Kommen die Verbundenheit mit den Kliniken Mühldorf und die Anerkennung der Leistung der Mitarbeiter der Kliniken bekundet haben. Den Politikern unter den Gästen dankte er für ihre konsequente Mitarbeit über so viele Jahre. Auch wenn er nicht auf andere Landkreise blicken wollte, freute er sich über diese Demonstration der Gemeinsamkeit im Landkreis Mühldorf, die keine Bürgerbeteiligung braucht, um zu wissen, wo es lang geht. Oder wo die Kliniken oder wo die Ärzte sich hinbewegen sollen. Landrat Huber sah die Gemeinschaft aller Hausärzte, Fachärzte und der Krankenhäuser als großen Leuchtturm, der hell und stark in die Region hinaus leuchtet. Wenn Sie zusammenhalten, wird das auch in Zukunft so bleiben. Dann können Sie auch in Zukunft die ärztliche Versorgung der Bevölkerung sichern. Er wünschte den Gästen vergnügliche Stunden und einen schönen Abend. Damit eröffnete Heiner Kerbel das Buffet im Obergeschoss, das allerlei Köstlichkeiten bereithielt. Es dauerte nicht lange und die Tabletts waren leergeräumt. Im Saal unterhielten die Brashöpfer mit Wiener Wirtshausliedern. Heiner Kerbel kündigte Andreas Hartmann an, der 2013 Künstler des Jahres war. Andreas Hartmann. Der Zauberkünstler, Comedian und Körpersprachexperte bat die Gäste, sich zu erheben, um die kommenden 4,5 Stunden seiner Show durchzuhalten. Andreas Hartmann erklärte, wie schwierig es vor vielen Jahren war, in die Zauberschule aufgenommen zu werden. Sie sollten all ihre Hände hochhalten und jubeln. Nach Hände hoch hieß es Hände nach vorne, dann nach unten und dann über Kreuz. Da er sie in die Irre geführt hatte, sollten sie das noch einmal machen. Einen Gast hatte er beobachtet, der das richtig gut gemacht hatte. Der sollte das auf der Bühne nochmal vorführen, also die Hand rumdrehen. Der konnte das natürlich nicht so gut wie er selbst. Ja, noch weiter drehen, bis ich wirklich einmal ganz außen rumdrehen konnte. Und Sie haben das toll gemacht und es ist ein tolles Publikum. Ja, weil normalerweise, wenn ich das mache, kriege ich einen Applaus. Da bin ich immer ein bisschen beschämt für ihn. Und dieses Publikum hat erkannt, dass Sie viel begabter sind wie ich. Ja, denn ich habe dafür 4 Jahre gebraucht für eine. Und weil er das so toll gemacht hatte, dankte er ihm mit einem rosaroten Panther, den er auf ein Fahrrad setzte.
Dann holte er sich vier Damen auf die Bühne, ließ sie 10 Sekunden lang etwas zeichnen und versuchte zu erraten, wer das jeweilige Bild gezeichnet hatte, ohne die Bilder jedoch angeschaut zu haben. Er beobachtete die Malerinnen beim Betrachten der eigenen und der fremden Bilder und erriet auf die Reaktion hin, die Urheber des jeweiligen Bildes. Da die Damen nicht so eindeutig reagierten, wie er sich das vorgestellt hatte, dauerte es eine ganze Zeit, bis er alle Zeichnungen den Damen zugeordnet hatte. In seiner dritten Nummer gelang es ihm, in ein Holzmosaik 2 weitere Teile so einzufügen, dass der Rahmen wieder drumherum passte, trotz aller Störungen und Verschiebungen. Das Puzzle des Lebens mit allen Träumen, Erinnerungen, Störungen und Visionen. Wenn wir die allerdings annehmen, dann schaffen wir wieder eine Einheit. Die Antwort heißt, natürlich, denn das ist unser Leben. Damit dankte Andreas Hartmann dem Publikum und überließ es für den Rest des Abends den Brasshüpfern, die mit Musik und Gesang keine Langeweile aufkommen ließen. Zeitweise wurde es fast ein Wirtshaussingen. Kein Wunder, am Tisch von Kreisheimer Musik und Brauchtumspfleger Dr. Reinhard Baumgartner. Das blieb aber nicht lang so. Es war schon richtig spät, als sich die Letzten auf den Heimweg machten. Die Brasshüpfer wollten da aber noch lange nicht Schluss machen.